Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Warte Gaming. Und heute reden wir über das Reddit AMA Ask Me Anything auf Reddit. Und ja, es ist ziemlich cool. Darian, der Community Manager von Clash of Clans, hat auf Reddit wieder ziemlich viele Fragen beantwortet. Und manche von denen sind sehr, sehr interessant. Vielen lieben Dank an die Mitglieder Schöngitter der Pro und Blaugralu. Ihr seid echt spitze. Und falls ihr auch ein Kanalmitglied werden wollt und von Logos und Emojis profitieren wollt, könnt ihr gerne den Mitglied werden Button neben dem Abo-Button finden und drücken. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und zwar beginnen wir doch gleich mit dem, ja, wahrscheinlich interessantesten Thema, dem Rathaus 14. Viel konnte er jetzt zu Rathaus 14 natürlich nicht sagen, aber zur Frage, wann das Rathaus 14 kommt, hat er gesagt, dass Rathaus 14 dieses Jahr noch kommen wird. Rathaus 14 ist also offiziell für 2021 confirmed. Das ist doch ziemlich nice. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das findet. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Freue mich auf jeden Fall. Ich schätze, dass es irgendwann mal... Ja, mal schauen, wann könnte das denn kommen? Vielleicht im Sommer-Update oder vielleicht auch danach, je nachdem, wie das mit der World Championship aussieht bei Clash of Clans. Weil man kann ja nicht wirklich während einer World Championship ein Rathaus, neues Rathaus-Level bringen, weil jeder muss sich ja drauf anpassen mit diesen neuen Truppen und so weiter. Wird auf jeden Fall interessant, wann das rauskommt. Gut. Aber es soll jetzt hier auch nicht so wirklich um Rathaus 14 geben, denn er hat jetzt auch nichts weiteres darüber gepostet. Hier sieht man auf jeden Fall auch noch, wie OP der Blizzard ist. Bei Alligator. Ja, krass auf jeden Fall. Genau. Also, ja, Rathaus 14 ist natürlich cool. Er hat auch gesagt, dass Rathaus 14, 15 und 16 kommen wird. Also, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Genau, und dann hat er auch noch gesagt, dass es schnellere Upgrades geben wird. Denn jedes Mal, wenn ein neues Rathaus hinzugefügt wird, dann wird für die Rathausstufen von, sagen wir mal, Rathaus 6 bis Rathaus 12 immer alles günstiger und schneller. Das heißt, Labor-Upgrade-Sachen dauern kürzer und kosten nicht mehr so viel. Und das gleiche gilt dann auch für die Gebäude. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Denn man muss sagen, Clash of Clans versucht die Zeitspanne, die ein frischer Spieler braucht, um wirklich komplett Max zu werden oder beziehungsweise bis Rathaus 13 zu kommen oder neben Rathaus 14 oder 15, immer gleich zu behalten, wenn ein neues Rathaus-Level hinzugefügt wird. Und man muss auch sagen, man kann so einen ungefähren Wert einschätzen von 3 bis 4 Kosten- und Zeitreduzierungen pro Jahr in Clash of Clans. Also macht euch auf was gefasst, alle Spieler, die zwischen Rathaus Level 5 und Rathaus Level 12 gerade sind. Genau. Außerdem hat er gesagt, dass das nächste Update im April kommen wird. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Feiere ich tatsächlich. Ist mal wieder was ganz Nices. Ja, das April-Update, die sind immer gut. Letztes Mal, ich glaube vor 2 Jahren war das ja, gab es ja dann auch den Goldpass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also vielleicht ist es mal wieder was Enormes. Die haben auch gesagt, dass sie was, also so einen neuen Game-Mode hinzufügen wollen. Fände ich cool. Zum Beispiel sowas wie die Mega-Basen. Also das sind dann so riesige, riesige Basen, die man dann als Clan zusammen angreifen kann. Also sowas fast schon wie bei Boom Beach. Dazu hat Darian sich geäußert und gesagt, dass es nicht unbedingt so sein wird, geschweige denn, dass es überhaupt so kommen würde. Aber die haben auf jeden Fall etwas in Entwicklung. Was es ist, kann er natürlich nicht verraten. Aber er kann schon mal so viel sagen, dass es ein neuer Game-Modus ist und dass er vielleicht sogar dieses Jahr noch kommen wird. Wann, kann er nicht sagen. Was, kann er auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall kommt ein neuer Spielemodus zu Clash of Clans. Und ich glaube, der hat sogar gesagt, es wird etwas Ähnliches sein wie die CWL und die Clan Games, dass die immer monatlich in so einem Tage- oder Wochen ja, Dauer stattfinden wird. So wie die zum Beispiel die CWL immer am Anfang des Monats stattfindet und die Clan Games am Ende des Monats, könnte das zum Beispiel in der Mitte des Monats stattfinden, dass man wirklich so einen Füller hat für die CWL und die Clan Games. Wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee von Supercell. Genau. Als nächstes auf der Liste haben wir auch noch Helden.
Ja, gut, viele Leute wünschen sich, dass man die Helden während des Klankriegs benutzen kann, also während die upgraded werden. Das wird leider nie kommen, das haben sie schon mehrmals bestätigt und jedes Mal, wenn wir sie fragen, sagen sie immer das Gleiche. Ja, schade, aber gut, ist halt so. Kann man wohl nichts draus machen. Wenigstens gibt es dafür den Hammer des Helden oder auch das Heldenbuch, die man beim Trader entweder für Juwelen kaufen kann oder günstig beim Legashop kaufen kann. Die sind auch ziemlich nice, also die haben echt einen krassen Mehrwert. Gut. Dann die letzte Frage, die er dann auch noch beantwortet hat, war glaube ich, die vorletzte. Clan-Allianzen, das wäre an sich ziemlich cool, aber man muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht deren äußerste Priorität. Die haben es sich schon mal auf die Merkliste aufgeschrieben, dass sie das schon mal irgendwann mal rausbringen wollen, aber sie wissen noch nicht genau wann. Und er hat auch gesagt, es soll nicht nur einfach ein Chat zwischen mehreren Clans sein oder dass man zwischen mehreren Clans dann Truppen spenden kann, sondern es muss auch irgendwie so ein neues Feature oder so einen neuen Game-Mode mit sich bringen. Und da wollen sie sich halt noch etwas mehr Zeit lassen, damit es dann wirklich perfekt ist. Und ja, ich würde sagen, lassen wir einfach Supercell wirklich ihre Zeit nehmen, denn wenn die das dann gut umsetzen, ist es auch wirklich gut. Ganz ehrlich, die können echt gute Updates machen. Seit 2017 haben sie sich, glaube ich, echt gesteigert mit den Updates. Gut, letztes Jahr, 2020, waren die Updates jetzt... ich meine, es gab die Supertruppen, aber es gab jetzt nicht so viel neuen Content, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, das hat auch so mit der Situation zu tun weltweit, also streich mal das hier einfach weg. Das klingt so schlecht, so schlimm. Nein, was ich meine, verzeihen wir das denen mal da. Weil, ja, jeder hatte eine schwere Zeit. Gut, und die letzte Sache, die er dann noch angesprochen hat, waren die Supertruppen. Und da hat er gesagt, wird es von denen jede Menge dieses Jahr geben. Okay, finde ich cool. Ich meine, die gab es ja auch schon letztes Jahr ziemlich oft. Was ich auch ziemlich cool finde, weil man muss jetzt nicht unbedingt eine neue Truppe vorstellen, sondern einfach eine neue Supertruppe. Und das finde ich cool. Ideen, ja, schaut euch mal dieses Bild an, hier mit dem Schweinereiter und der Ramreiterin aus Clash Royale. Ich meine, man könnte ja auch theoretisch verschiedene Supertruppen nehmen. Wir können es mal anschauen, hier in der Sauna, also so nennen sie das, weil in Finnland haben die ja, also gehen die ja oft in die Sauna und so und ja, haben sie das einfach aus Spaß mal da hingemacht. Ziemlich witzig an sich. Ja, also wir haben bis jetzt 11 Supertruppen. Okay. Aber die wollen ja wirklich demnächst jede Truppe zu einer Supertruppe machen. Das ist einfach krass. Man hat da einfach doppelt so viele Truppen, wie es jetzt hier geben wird. Theoretisch. Nicht theoretisch. Weil man kann ja beide Varianten nehmen. Oder? Warte. Wenn ich den Supermauerbrecher jetzt noch da... Ja, man kann Supermauerbrecher und Mauerbrecher haben. Also, das werden dann so viele Truppen sein. Holy moly. Ist ja nur die Frage, ob man dann auch mehrere gleichzeitig benutzen kann. Weil zurzeit kann man nur zwei gleichzeitig benutzen. Die haben auch gesagt, dass sie das in Zukunft immer wieder erhöhen werden. Das Limit der Supertruppen. Ob wir dann eines Tages wirklich mit nur Supertruppen angreifen können, bleibt noch in den Wolken, das weiß man nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Und ist auch schon mal schön zu hören, dass sie daran denken, das Limit immer mal wieder zu erhöhen. Und was sie auch mal was auch noch gefragt wurde, war, was passiert denn eigentlich, wenn zum Beispiel die Heilerin von der Luft zur Bodentruppe wird, wie zum Beispiel der Battle Healer aus Clash Royale, und dann zum Beispiel entweder Gebäude angreift und sich selbst heilt, aber die coolere Variante wäre doch, wenn das eine Bodentruppe wäre, die Lufttruppen heilen könnte. Und dazu hat Darien sich geäußert und gesagt, im Moment haben wir zwar noch keine Planung bezüglich fundamentalen Änderungen bei Truppen, zu Supertruppen, aber diese Idee wird auf jeden Fall notiert und wird vielleicht auch kommen. Und da hat er so ein Winky Face hingeschrieben. Also, ich glaube, man kann sich schon sicher sein, dass sowas vielleicht bald kommen könnte. Jetzt noch ganz kurz meine Sache, was ich mal mentionen wollte. Ich glaube, der Packer wird nicht zum Super-Packer, weil den haben wir ja schon in der Builderbase, sondern zum Mini-Packer. Denn wir haben in der neuen Szenerie, hier,
Schaut euch mal den Schatten an, der hier bei diesem Gebäude rumläuft. Das sieht doch aus wie ein Super, wie ein Mini-Packer, oder nicht? Oder halt ein normaler Packer. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, als es rauskam, hat jeder im Subreddit von Clash of Clans gedacht, das wäre ein Mini-Packer. Und sozusagen ein kleiner Teaser für den Packer als Supertruppe. Oder die Packer, das ja. Die ist ja weiblich. Naja, mal schauen. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant, das Ganze. Ich hoffe, ihr findet das auch so. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch gerne in Clash of Clans wünschen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo ich vielleicht bei meinem Rados 11 Account tatsächlich auf Rados 12 gehe. Und dann auch, das Free-to-Play-Erlebnis bei Rados 12 erleben werde. Denn das ist mein weitester Account bis jetzt, der Free-to-Play ist. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach. Bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Like da lassen und nächstes Video nicht verpassen. Ciao!